Verbraucher achten bei der Wahl ihrer Produkte und Dienstleistungen schon lange auf umweltschonende Fertigungsverfahren sowie umweltfreundliche und nachhaltige Güter. Der schonende Umgang mit Ressourcen, Umweltschutz und betriebliche Organisation sind Themen, die im Handwerk schon lange angekommen sind. Dabei stehen nicht nur ökologische Interessen im Vordergrund. Auch in Hinsicht auf immer komplexer werdende Produktionsabläufe und sich verändernde Märkte lohnt ein Blick auf betriebliche Prozesse, verwendete Materialien und versteckte Energiesparmöglichkeiten. Gerade in kleinen und mittleren Betrieben des Handwerks lassen sich dabei enorme Potenziale erschließen und der Weg zu sinnvollen Investitionen ebnen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch bereits nach relativ kurzer Zeit den betrieblichen Geldbeutel und den des Verbrauchers. Wie können Betriebsinhaber ihre innerbetrieblichen Prozesse verbessern, um langfristig Ressourcen zu schonen und Energiesparpotenziale zu identifizieren? Wie erkennen Handwerker, welche unternehmerischen Entscheidungen rund um das Thema Umwelt- und Ressourcenschutz sinnvoll sind? An welchen Schrauben sie drehen können, um langfristige Erfolge zu erzielen? Und wer hilft beim Blick über den betrieblichen Tellerrand hinaus? Die Mittelstandsinitiative Energiewende bietet den Unternehmen mit Dialog, Informationen und Qualifizierungen konkrete Hilfestellung und vermittelt Kontakte direkt vor Ort. Konkrete Ansprechpartner sind die Umweltzentren des Handwerks. Das Leistungsangebot der insgesamt 10 Umweltzentren in Deutschland umfasst ein breites Spektrum an Bildungs- und Beratungsangeboten. Die Themen reichen von regenerativen Energien über ökologisches Bauen und Modernisieren bis hin zur Beratung zu allen betrieblichen Fragen zu Energie, Ressourcenschonung und Arbeitsschutz. Informationsveranstaltungen, Messeauftritte und natürlich die Beratung vor Ort bieten zahlreiche Gelegenheiten, mit den Beratern ins Gespräch zu kommen. Ein Ziel des bundesweiten Netzwerkes ist es, weitere Energiesparpotenziale in den Betrieben zu finden und ihre Energieeffizienz zu verbessern und damit einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten. Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen lohnt der Blick von außen auf den eigenen Betrieb. Helfen Investitionen in energieeffiziente Produktionsmittel und Betriebsstätten dabei, Betriebskosten zu senken und damit den Betrieb mittel- und langfristig wettbewerbsfähig zu erhalten. Nachdem wir hier umgebaut hatten und positive Ergebnisse gesammelt hatten, Energiesparen ist sinnvoll möglich, man kann Geld damit sparen, keine zu großen Kosten haben, haben wir eine Umweltberatung bekommen. Und zwar nennt sich diese Umweltberatung F-Check und die zeigt an vielen Stellen die Effizienz auf, wo ist sinnvoll Einsparpotenzial zu finden. Und das sind Erfahrungen, wo ich selbst sagen muss, hier hätte sonst Kommissar Betriebsblindheit zugeschlagen. Alleine wäre uns das nicht so bewusst geworden und hätten wir Schwachpunkte nicht aufgedeckt. Aus meiner Sicht macht es absolut Sinn, mit professioneller Hilfe seinen Betrieb zu durchleuchten. Es sind so viele Kleinigkeiten und Schwachstellen und wenn man die sinnvoll aufdeckt, richtig angeht, rechnet sich das schon nach mehreren Monaten. Energieberater zeigen Unternehmen auf, wie die Energiewende ganz konkret im betrieblichen Alltag funktionieren kann. Gerade Betriebe, die von morgens bis abends auf eine hohe Energiezufuhr angewiesen sind, profitieren vom genauen Blick auf den Betrieb. Wir haben eine detaillierte Energieberatung durchführen lassen von unserem Energieberater, die mit Sicherheit also über 50% gefördert wird. Und wir würden es jedem raten, auch einem etwas kleineren Unternehmen, wir sind ja jetzt kein Großunternehmen, aber wir sind eben auch kein kleines mehr, aber die Erfahrung hat gezeigt, gerade bei der Wärmerückgewinnung, 20-30% der Energie, die man aufwendet, um die Öfen zu erhitzen, geht einfach durch den Schornstein. Und wenn man die gerade in der Bäckerei effizient nutzen kann, dann denke ich, auch für kleinere Betriebe ist das interessant. Umweltorientierte Betriebsführung, egal ob im Autohaus oder im Nahrungsmittelhandwerk, steigert das Image und lockt damit neue Kunden an. Aber auch in finanzieller Hinsicht lohnt sich der Umstieg auf alternative Energiegewinnungsformen. Auch wenn dafür zunächst einmal investiert werden muss. Das ist immer wichtiger, auch gerade in kleinen Betrieben, möglichst energieeffizient zu arbeiten, damit unterm Strich auch noch für den Betreiber was übrig bleibt. Und ich kann nur jedem raten, Schwachstellen ausloten und eliminieren. Vielleicht für das ein oder andere Gerät mal einen Euro mehr ausgeben, sinnvolle Investitionen wie eine Wärmerückgewinnung einfach tätigen und dann nach 3 Jahren merken, aha, das rechnet sich. Und ich finde, das ist für viele Betriebe zukunftsweisend, weil nur so wird es in Zukunft auch noch funktionieren. Energiesparen und Umweltschutz im Unternehmen lohnen sich auf jeden Fall.
Dabei müssen es oftmals nicht einmal die großen Investitionen sein, die Ihr Unternehmen gut aufstellen. Oft reichen schon kleine Änderungen im Betriebsablauf. Welche Maßnahmen für Sie sinnvoll sind, an welchen Schrauben Sie drehen können, sagen Ihnen die Berater vor Ort. Informationen zum Netzwerk und kompetente Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie im Internet oder bei der Kooperationsgemeinschaft der Umweltzentren des Handwerks.